Und am Arm habe ich die Mark & Sons aus der Unisex Modellserie. Ich habe das Band gewechselt. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Eine Woche am Arm, das ist das Thema für diesem Video und es geht nicht um diese Uhr. Das ist die Uhr, die ich anhabe, als ich das Intro spreche, denn ich habe schon einmal versucht, ein eine Woche Video über die Uhr zu machen, die ich euch gleich zeige. Bin dann aber krank geworden, musste nach 2 Tagen abbrechen und war eigentlich der Meinung, es macht gar keinen Sinn, die eine Woche nochmal anzufangen, weil die ersten Eindrücke ja schon gemacht wurden. Aber mir ging es echt so saudreckig, dass ich mich an wirklich nichts erinnern kann. Ich wusste gar nicht mal, wie viele Videos ich schon aufgenommen habe. Daher habe ich mich entschieden, die eine Woche tatsächlich zum zweiten Mal zu starten. Wir haben Donnerstagabend, 6:30, Tag 1 meiner eine Woche am Arm. Und am Arm habe ich die Mark & Sons aus der Unisex Modellserie in der Variante Ice Blue. Das Modell heißt, glaube ich, Elegance und die Farbvariante ist Ice Blue. Ich werde sie jetzt eine Woche lang am Arm haben. Gerade habe ich das Review-Video zu der Uhr gemacht. Hier nochmal die Uhr am Arm bei mir. Und ja, jetzt geht es los. Ich bin super gespannt. Vor allen Dingen bin ich auch super gespannt, wie ich mich fühlen werde mit einem Dresser eine Woche am Arm. Ist ja, wie ihr wisst, nicht so hundertprozentig mein Ding. Insofern lasse ich mich überraschen und werde euch auf dem Laufenden halten. Ja, wir haben 11:15. Die letzte Hunderunde. Da ist mein Hund. Da hinten wollen wir hin. Ja, so richtig viel sieht man ja nicht. Vielleicht ein bisschen was von dem Nebel. Ja, es ist deutlich kälter geworden. Aber die blaue Schönheit ist am Arm und macht sich auch bei Nacht ziemlich gut, muss ich sagen. So, mal den Fokus drauf platzieren, dass man sie auch sieht. Richtig schöne Uhr. Wir haben Freitagmorgen, Tag 2 meiner eine Woche am Arm. 8 Uhr morgens, da könnt ihr sehen. 8 Uhr morgens, na, da war's. Und natürlich ist meine Mark & Sons immer noch am Arm. Ich bin mit dem Hund raus. Und kann sagen, die Mark & Sons hat mich die Nacht wirklich mega überrascht. Für einen Dresser ist sie echt gut ablesbar. Die ganze Nacht leuchtet die Uhr. Heute Morgen um 5 konnte ich die Zeit sogar ohne Brille ablesen. Das Einzige, was die Sache etwas erschwert, ist die Tatsache, dass nicht die ganzen Zeiger mit Leuchtmasse ausgelegt sind, sondern nur ein kleines Stück. Da muss man etwas genauer hingucken, aber sowohl die Zeiger als auch die Indizes leuchten die ganze Nacht und das finde ich echt klasse und hätte ich in der Art nicht erwartet. Ja, die Uhr, die ich euch bisher gezeigt habe, war entweder bei Nacht oder bei Kunstlicht. Da ich gerade meinen Mittagsgang mit dem Hund gemacht habe, dachte ich, ich zeige sie euch einfach mal bei Sonnenlicht, weil das ist, glaube ich, die beste Variante, um dieses Blau auch richtig einfangen zu können. Richtig klasse. Bei meiner Vorstellung, bei meinem Review-Video, habe ich in den Specs geschrieben, dass die Uhr 13,5 mm dick ist. Ich konnte es mir gar nicht vorstellen, als ich sie am Arm hatte. Deswegen musste ich das heute nochmal nachmessen und die Uhr ist tatsächlich 13,5, 13,4 mm dick. Aber das kommt mir am Arm definitiv nicht so vor. Ich packe sie mal an den Arm, damit ihr das sehen könnt. Ich finde, sie wirkt am Arm deutlich, aber wirklich deutlich flacher als die 13,4 mm, mal ein bisschen weiter weg. Und auch da sieht man in meinen Augen
keine wirklich hohe Uhr. Die Proportionen stimmen. Normalerweise hätte ich gesagt, 13,4 bei dem Durchmesser ist zu viel. Wir haben Freitag, Tag 2 meiner eine Woche am Arm. Wir haben 10:30 und meine Mark and Sons Ice Blue ist noch am Arm. Ja, ich kann nur sagen, das Band trägt sich echt super, super, super angenehm. Ich habe heute über Tag, wie ihr ja schon gesehen habt, auch einige Aufnahmen gemacht. Also ganz ehrlich, das Band ist echt mega angenehm am Arm. Ich bin noch nicht ganz klar, was die Feineinstellung betrifft. Ich bin jetzt hier irgendwo im mittleren Bereich, wie ihr sehen könnt. Vermutlich muss ich es noch eine Einstellung weitermachen. Aber das ist ja ganz leicht bei der Uhr und überhaupt kein Problem. Ja, ich werde wahrscheinlich entgegen meiner ursprünglichen Intention über die nächsten Tage versuchen, ein bisschen mit Bänder zu spielen, wobei ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich weiß, was anderes als ein Stahlband und was anderes als dieses Stahlband zu so einem Ziffernblatt passen könnte. Ich werde ein bisschen rumspielen, aber ich glaube, auf lange Frist werde ich auf jeden Fall bei dem Stahlband bleiben. Wir haben Samstagabend 11:20 und meine Mark & Sons Ice Blue ist noch am Arm. Wie ihr sehen könnt, ich habe das Band gewechselt. Ich habe jetzt hier ein Band von Mais Berlin dran. Ein Band, was mal 150 Euro gekostet hat an einer Uhr, die 620 oder 690 Euro gekostet hat. Ich müsste es jetzt nachgucken. Aber es ist eines meiner Lieblingsbänder, super weich, super soft. Zum anderen finde ich, passt es auch ganz gut zu der Uhr. Und drittens, ich habe nicht mehr so wahnsinnig viele Bänder mit 22er Anstoß, also musste dieses Band herhalten. Heute über Tag ist mir aufgefallen, dass die Uhr doch vergleichsweise klein wirkt. Also ich finde, sie wirkt nicht wie eine Uhr mit 39,5 mm Durchmesser. Am Stahlband ist das noch ein bisschen extremer als am Lederband. Ich versuche morgen mal ein paar aussagefähige Vergleichsbilder zu machen mit Uhren ähnlicher Größe. Ob mich nur mein Eindruck täuscht, ob ich so zugenommen habe, dass der Arm so dick ist, oder ob die Uhr wirklich tatsächlich optisch kleiner wirkt. Morgen werde ich versuchen, das Ganze etwas besser in Bildern einzufangen und euch auch noch mehr Bilder zu der Uhr am Lederband zu geben. Heute im Wald habe ich schon mal ein paar Aufnahmen gemacht, einfach um auch das unterschiedlich reflektierende Licht im Wald auf dem Glas und der Uhr einzufangen. Wir haben Sonntagmorgen, Tag 4 meiner eine Woche am Arm und meine Mark & Sons Elegance Ice Blue ist noch am Arm. Wie ihr sehen könnt, immer noch am Lederband. Ich finde, das Lederband passt wirklich ganz gut zu der Uhr, aber ich glaube, dass die Uhr am Stahlband noch besser aussieht. Ich glaube, dass diese Uhr wirklich für das Stahlband gemacht ist und nicht für Lederbänder gedacht war. Was kann ich jetzt nach 4 Tagen sagen? Es ist eine auffällige Uhr, eine Uhr, die wirklich ein Hingucker ist. Und genau das macht mir das Leben in gewisser Weise schwer, die Uhr 7 Tage am Stück zu tragen. Ich merke an Tag 4, wie es langsam zäh wird. Die Uhr ist eine in meinen Augen sehr extrovertierte Uhr. Und das würde ich gerne tragen, wenn ich unter Leute gehe, mit Freunden essen gehe. Wenn ich auf die Uhr angesprochen werden möchte, wenn ich in Partylaune bin. Bin ich aber nicht 7 Tage am Stück und deshalb merke ich, dass diese Uhr keine dauerhaft dran Alltagsuhr für mich ist. Bei den Mark & Sons Sports Professional, die beiden Modelle, die ich habe, ist das ganz anders gewesen. Die habe ich beide zusammen in Summe am Stück 8 Wochen getragen. Ich glaube 5 Wochen die eine, 3 Wochen die andere. Hat mich überhaupt nicht gestört, war super. Vom Tragekomfort her ist diese hier sogar noch ein Tick besser, würde ich sagen, weil ein kleines bisschen kleiner. Aber das blaue Ziffernblatt, das ist für mich 7 Tage am Stück zu viel. Ich bin extrem gespannt, wie das nach 7 Tagen aussieht. Heute zeige ich euch nochmal, wie gesagt, den Größenvergleich dieser Uhr mit anderen Uhren ähnlicher Größe, weil ich einfach glaube, dass die Mark & Sons insgesamt am Arm doch relativ klein wirkt. Ja, Sonntag, Tag 4 meiner eine Woche im Arm. Wir haben 10 nach 10 und meine Mark & Sons Ice Blue ist noch am Arm. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe wieder auf das Stahlband gewechselt, weil ich einfach der Meinung bin, dass das
schlicht und ergreifend am besten an die Uhr passt, am besten zu der Uhr gehört. Das ist also mein Ideal der Uhr. Und ich habe einen Vergleichstest über verschiedene Größen gemacht, den ich euch jetzt gerne zeigen möchte. Ich habe hier die Mark & Sons Ice Blue mit einem Durchmesser von 39,5 mm, von der ich ja behauptet habe, dass ich sie im Vergleich relativ klein finde. Und habe im Vergleich dazu einmal die Dekla mit 40 mm gelegt. Übrigens sind alle Aufnahmen im exakt gleichen Kamerawinkel. Alle Vergrößerungen sind maßstabsgetreu oder Verkleinerungen sind maßstabsgetreu, sodass das wirklich absolut vergleichbar ist. Links unten die Botta mit 44 mm und jetzt rechts unten die Circula Supersport mit 40 mm. In der oberen Reihe finde ich, dass die Dekla deutlich größer wirkt als die Mark & Sons. Und in der unteren Reihe finde ich, dass die Botta mit 44 mm nahezu gleich groß wirkt wie die Circula, die aber nur 40 mm hat und exorbitant größer wirkt als die Mark & Sons. Zumindest ist das mein Eindruck. Ja, mich würde interessieren, wie ihr das seht. Ich persönlich habe das Gefühl, dass die Mark & Sons am Arm, insbesondere auch am Stahlband, eher wie eine 36-37 mm Uhr wirkt, als wie eine Uhr mit knapp 40 mm. Und im Vergleich habt ihr gesehen, wie unterschiedlich die Größen wahrgenommen werden können. Wie gesagt, alle Aufnahmen exakt gleicher Abstand zur Uhr, gleicher Kamerawinkel, gleiche Aufnahmesituation. Und wenn ich das Bild verändert habe, ist das auf exakt die gleiche Prozentzahl verkleinert oder vergrößert worden, sodass die Größenverhältnisse alle identisch geblieben sind. Würde mich super interessieren, wie ihr das empfindet. Wir haben Montagmorgen, Tag 5, meiner eine Woche am Arm und meine Mark & Sons Ice Blue ist noch am Arm. Also ich kann nur sagen, eine unglaublich bequeme Uhr, die am Arm überhaupt nicht auffällt. Die über 13 mm Höhe würden aufgrund der reinen Daten vermuten lassen, dass die Uhr am Arm doch deutlich spürbarer ist, als sie wirklich ist. Unglaublich bequem, auch nachts überhaupt kein Problem. Manchmal vergesse ich sogar, dass ich sie dran habe und muss drauf schauen. Echt richtig angenehm. Das Blau, ich bleibe dabei, für einen längeren Zeitraum ist für mich echt zäh. Ein totaler Hingucker für Events, Partys, wenn ich rausgehe, mich mit Freunden treffe. Aber dauerhaft Homeoffice, Schreibtisch ist mir das persönlich dann doch ein kleines bisschen zu viel. Wir haben Montagabend, Tag 5, meiner eine Woche am Arm und meine Mark & Sons Ice Blue ist natürlich noch am Arm. Ja, ich hatte schon die Befürchtung, dass ich euch nicht mehr besonders viel zu der Uhr sagen kann, aber mir ist heute tatsächlich etwas aufgefallen. Das Stahlband finde ich zum einen optisch richtig klasse, zum anderen auch extrem bequem am Arm, weil es einfach, kann man es sehen, super flexibel ist und richtig schön weich um den Arm rumgeht. Also das ist echt klasse am Arm. Aber, und das ist ein Aber, was ich so bei anderen Stahlbändern in der Art nicht habe. Ach, ich Brille beschlägt. Draußen war es extrem neblig und feucht. Hier drin ist es warm und schon beschlägt die Brille. Ich war gerade mit dem Mund draußen. Also dieses Phänomen habe ich bei anderen Armbändern nicht, was vielleicht daran liegt, dass ich sonst kein Armband dieser Art habe. Ich stehe ein kleines bisschen auf Kriegsfuß mit der Feineinstellung. Die Glieder sind, wie ich euch, glaube ich, schon mal gesagt habe, sehr kurz und damit wirklich gut einstellbar. Wir haben viele Löcher zur Feinverstellung an der Schließe. Aber dadurch, dass das Stahlband so extrem weich und beweglich ist, habe ich immer das Gefühl, das Band ist entweder zu weit oder zu eng. Zu weit zeichnet sich dadurch aus, dass ich die Uhr am Handgelenk drehen kann, also über die Knöchel drüber drehen, sodass der Uhrenkopf dann quasi unten ist. Mache ich auch nur eine Rasterung in der Feinverstellung enger, dann habe ich, wie ihr, kriege ich den Arm gedreht, habe ich teilweise Spuren des Bandes am Arm. Man kann das hier sehen.
Es ist nicht wirklich zu eng, ich kriege den Finger rein, aber es drückt manchmal. Also sehr, sehr eigenartig, habe ich mit keinem anderen Band, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Nichtsdestotrotz trägt sich das Band sehr angenehm. Ich würde es vom reinen Tragegefühl her gerne noch eine Feinverstellung in der Schließe weitertragen. Aber dann ist das Band so locker, ich will nicht sagen weit, aber so locker, dass ich es am Arm drehen kann. Eigenartig hatte ich noch nicht so, kenne ich von meinen anderen Uhren nicht. Deshalb wollte ich das mit euch teilen. Wir haben Dienstag, Tag 6 meiner eine Woche am Arm und meine Mark & Sons ist noch am Arm. Ich war heute Morgen im Fitnessstudio, Bilder blende ich euch gerade ein. Leider konnte ich dabei keinen Originalton aufnehmen, weil im Fitnessstudio immer Musik läuft und wenn da Musik läuft und die ich in meinen Videos drin habe, ist es ziemlich sicher, dass ich da einen Copyright-Claim bekomme und Ärger mit YouTube. Entweder werden einfach nur meine Werbeeinnahmen weggenommen, das wäre nicht dramatisch. Schlimm wäre es, wenn ich einen Strike bekäme, weil bei drei Strikes wird mein Kanal dicht gemacht. Deshalb kann ich an solch öffentlichen Plätzen leider ganz selten nur Originalton aufnehmen, denn wenn da eine Radiomusik oder sonst was mit drin ist, kann ich den Ton nicht verwenden und dann kann ich es auch direkt nachsprechen. Wie ihr sehen konntet an den Bildern, die Mark & Sons Ice Blue macht sich auch beim Sport am Arm wirklich gut, hat nicht gedrückt, hat nicht wehgetan, kann man also auch in solchen Situationen völlig problemlos tragen. Wir haben Dienstagabend, Tag 6 meiner eine Woche am Arm und ich bin platt. Wir haben kurz nach 11 und ich bin richtig durch den Wind. Ich habe heute Abend einen 70-minütigen Livestream gehabt mit Klaus Botter. Es war richtig interessant. Wir haben ganz viele super interessante Fragen gehabt und wir haben echt alles abgedeckt, von den Uhren über Gehäuseform, Tri-Titan, was das bedeutet und wie das eingesetzt wird, über Wasserdichtigkeit der Uhren, Farbvarianten, Bandanstoß, Stahlbänder der Botter-Uhren. Ich weiß nicht, es war wirklich so ziemlich alles dabei. Mega interessant, aber 70 Minuten ist echt eine lange Zeit und erfordert doch einiges an Konzentration. Mir hat es mörder viel Spaß gemacht und natürlich hatte ich dabei auch die Mark & Sons am Arm, obwohl es um ganz andere Uhren ging, aber das gehört dazu. Die Mark & Sons ist eine Uhr, die ich nach wie vor sehr gerne trage, von der ich aber auch heute am sechsten Tag glaube, dass ich sie wahrscheinlich so schnell nicht wieder so lange am Stück tragen werde. Nicht, weil sie mir grundsätzlich nicht gefällt, sondern weil mir die Farbgestaltung auf die lange Distanz, und 6 Tage sind für mich eine relativ lange Distanz, schlicht und ergreifend zu viel ist. Da mag ich doch lieber klassisch schwarz-grau oder vielleicht auch weiß, aber so ganz bunte Farben, so lange am Arm. Das ist dann doch eher vielleicht nichts für mich. Wir haben Mittwoch, Tag 7 meiner eine Woche am Arm und meine Mark & Sons Ice Blue ist noch am Arm. Ja, was soll ich sagen? Eine wunderschöne Uhr, eine außergewöhnliche Uhr. Ich zeige sie nochmal im Sonnenlicht, weil das ist einfach das beste Licht für diese Uhr. Mit einem ausgesprochen angenehmen und interessanten Stahlband. Zu den Anstößen, die hier etwas runder sind als im Rest des Bandes, habe ich in meinem ausführlichen Review schon etwas gesagt, was ich euch natürlich am Ende des Videos auch verlinken werde. Insgesamt eine Uhr, die ich mit sehr viel Vergnügen die ganze Woche getragen habe. Und ich kann gar nicht sagen, was mir besser gefällt, ist es die Farbe, das Band, die Kombination oder schlicht die Tatsache, dass es eine der außergewöhnlichsten Uhren ist, die ich in meiner Sammlung habe. Alles in allem bin ich sehr glücklich mit dem Kauf. Ich werde sie mit Sicherheit so schnell nicht verkaufen, aber ich werde sie mit Sicherheit auch nicht mehr so lange am Stück tragen. Dafür ist sie mir dann doch etwas zu außergewöhnlich, aber sie wird regelmäßig ihre Zeit am Arm bekommen. Insbesondere immer dann, wenn ich gerne möchte, dass meine Uhr ein kleines bisschen auffällt.
Ja, wenn jetzt das Bild ein bisschen wackelt, liegt das daran, dass ich eines meiner wackeligsten Stative genommen habe, weil ich gedacht habe, es käme kein Wind auf, aber es kommt ein bisschen Wind auf. Seht es mir nach, freut euch an euren Uhren, bleibt gesund und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.